Hallo, ich bin Vaughn und ich bin sehr froh über heute, denn heute ist meine erste Podcast-Folge. Der Podcast heißt Golf Frage und Antwort und ich möchte die Gelegenheit benutzen, deine Frage über den Golfschwung, über Golfsport und weiteres zu beantworten. So, ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Fragen entweder unter dem YouTube-Video stellst oder auf meine Facebook-Gruppe Golf Frage und Antwort. Ich werde versuchen, jede Woche sonntags alle Fragen zu beantworten. So, bitte mache mit. So, heute, da es die erste Folge ist, werde ich selber die Fragen stellen. Und ich habe sieben, glaube ich, sehr interessante Themen ausgesucht. Und das sind die folgenden. Kann man im Alter besser werden? Da werden wir schauen, was Bernhard Lange dazu gesagt hat. Was für ein Handicap hätte ein Pro, wenn er in einem normalen Club Mitglied wäre und dort spielen würde? Die längere Annäherungsschläge ins Grün, da könnte man lange Eisen, hybride Hölzer verwenden. Was ist da der beste Schläger? Da habe ich einen absoluten Liebling. Was ist der schnellste Weg, besser zu scoren? Jetzt gleich ist die Clubmeisterschaft und ich denke, dass diese Frage sehr wichtig ist. Dann beim Putten. Welcher Putter-Typ ist besser? Mallet oder Blade? Dann eine Frage, die ich immer wieder gestellt habe. Warum sind nicht mehr deutschsprachige Golfer in den Top 100 der Welt? Es sieht zurzeit besser aus, aber es könnte besser werden, oder? Und dann zum Schluss, wenn man die Statistiken anschaut, was ist der größte Unterschied zwischen einem Scratch-Spieler und einem Handicap-20-Spieler? Kann man im Alter besser werden? Die Mehrheit meiner Schüler sind über 40. Ich bin ganz sicher über 40. Und man stellt sich die Frage, kann ich jetzt besser werden? Ist irgendwann Schluss? Wie du weißt, ist Bernhard Lange vor kurzem US Open Senior Champion geworden. Und er hat das Turnier ganz, ganz klar gewonnen. Und das im Alter von 65 Jahren. Das ist wirklich eine grandiose Leistung. Sein Gegner waren zum Teil 15 Jahre jünger als er. Und er war nicht nur ein bisschen besser, er war viel besser. Und vor ein paar Tagen habe ich ein Interview von Bernhard Lange gesehen und da sagte er so klar und man muss es ihm glauben, weil er zeigt es, man kann auf jeden Fall besser werden. Er sagte klar, man verliert etwas Länge, obwohl da hilft die Ausrüstung heutzutage sehr. Die Driver, die Flexer, die Technologie, das ist auf jeden Fall auf unserer Seite, dass wir wirklich nicht so viele Meter verlieren. Aber die wahre Stärke eines erfahrenen Spielers, der länger dabei ist, ist, dass er oder sie Erfahrung hat. Er kennt seine Stärken und Schwächen. Er weiß am besten, wie er mit seinen Schwächen und Stärken umgehen kann. Sein kurzes Spiel, den er sehr viel trainiert, ist und kann wesentlich besser sein als früher. Der Lange sagte auch, man kann besser unter Druck. Das fand ich sehr, sehr interessant. Aber es ist wirklich so, durch Erfahrung findet man Wege, Pre-Shot-Routinen etc. Man hat so viel Erfahrung gehabt von schwierigen Situationen, die man überwunden hat. Und das macht stark, mental stark. Man hat die Zeit zu trainieren. Das heißt, man kann seinen Ballflug perfektionieren, dass man ihn immer wieder wiederholt. Die 100 Meter und wenige Schläge ins Grün, die halbe Schläge, das kann man trainieren. Und man kann wirklich besser sein als jemand, der 20 Jahre jünger ist und der 20 Meter weiter schlägt. Es gibt absolut keinen Grund, warum jemand, der 65, 70 ist, nicht weniger als 32 Putts jede Runde kann, unter 30 Putts. Eine Up-and-Down-Quote bei Schlägen in der Nähe des Grüns von bis 50%. Warum nicht?
Man kennt seinen eigenen Platz sehr, sehr gut. Und meiner Taktik, Strategie, man behält den Ball im Spiel. So, das ist wirklich, wirklich wahr, dass Alter keine große Rolle spielt. Es ist, wie effektiv du trainierst, wie du dein Spiel kennst. Hast du dich schon gefragt, was für ein Handicap ein Tourspieler, ein Pro, ein richtig guter Pro wie Rory McIlroy und Co., was für ein Handicap hätte so ein Spieler, wenn er ein normaler Clubmitglied wäre und immer den gleichen Club spielen würde? Naja, als erstes denkt man, der hat ein Scratch-Handicap, also Handicap 0. Handicap 0 ist ein absolut tolles Handicap und das haben nicht sehr viele Golfer, aber es ist bei weitem nicht ausreichend. In vielen Golfländern der Welt, wie England, Amerika, gibt es in jedem großen Club mehrere jüngere Golfer unter 18 mit plus 2, plus 3 Handicaps, also zwei, drei Schläge besser als Handicap 0. Und dann muss man überlegen, die Bedingungen bei den Pro-Turnieren werden total unterschätzt. Die Plätze auf der Tour sind viel, viel länger. Die sind auf der US-Tour im Schnitt 7200 Yards. Das sind 6583 Meter. Die Bahnen sind eng, das Rough ist hoch und dann die Grüns. Die Grüns sind so schnell. Ich habe selber die Gelegenheit gehabt, auf der EPD-Tour ein paar Turniere zu spielen. Und das sind drei Ränge unter European Tour. Aber ich kann mich sehr an die Grüns erinnern. Die waren so schnell, dass man die kurze Putts, die 1 Meter, 2 Meter Putts, total defensiv machen müsste. Weil wenn man den Ball nicht locht, rollt der Ball ewig weit. So, man muss wirklich sehr, sehr langsam pendeln und es ist dann extrem schwierig, das Blatt gerade zu halten. Und dann die Auslaufstellen sind so gemein. Das heißt, die Grüns sind oft Plateau-Grüns. Der Ball rollt zu weit, rollt runter, einen starken Hang runter und dann liegt er in super schwierigen Stellen, wo das Gras super, super kurz gemäht ist. Und von dort muss der Spieler irgendwie sein Par noch retten. Und dann an den meisten Grüns gibt es immer eine Seite, wo man sich short siden kann. Was ich damit sagen möchte, man spielt auf die Fahne und die Fahne steckt links am Grün. Du spielst zu weit nach links und dann hat man einen unmöglichen Schlag, wo der Ball sehr hoch fliegen muss, viel Spin haben muss, bei einem abschüssigen Grün, wo es einfach unmöglich ist, den Ball an der Fahne stoppen zu lassen. Das sind nicht typische Bedingungen in den meisten Golfclubs, wo du und ich spielen. Also die Antwort zu der Frage, was für ein Handicap ein Pro hätte, wenn er ein normaler Clubmitglied wäre und immer wieder den gleichen Platz spielen würde, ich denke, das wäre plus 7 bis fast plus 10. Und falls du überlegst, Pro zu werden, so gut muss dein Golf sein. Hier ist ein Video von mir, wo ich das Grün leider auf der falschen Seite verpasst habe. Das ist natürlich eine taktische Überlegung, dass das überhaupt nicht passiert. Wenn du deinen Platz sehr gut kennst, dann wirklich solltest du darauf achten, dass du hier auf die sichere Seite ziehst. Aber so versuche ich, mich von so einer kniffligen Situation zu retten. So, wenn man an den Ball kommt, sieht diese Lage ganz, ganz anders aus. Viel, viel schlimmer. Also auf Englisch würde man sagen, I'm short-sighted. So, den Ball hier dicht an die Fahne zu bekommen, wird wirklich schwierig. Das ist Semiraf. Das ist eine typische Lage ums Grün herum. Man muss so viel Loft wie möglich nehmen. Ich habe meinen 58. Man muss das Blatt sehr viel öffnen. Und man muss sich daran gewöhnen, eine Art Bunkerschlag zu machen. So, was ich oft sehe, und das habe ich auch selber viel gemacht, wenn man versucht, so einen Lobshot zu spielen,
passiert sehr oft, dass der Spieler fett ist im Treffement. Und was da passiert ist, ist, dass die Arme lang werden. So, wir wollen bei diesem Schlag die Arme eher am Körper lassen. Das hilft mir sehr, meine Arme am Körper zu lassen während des gesamten Schwunges. Und ich möchte meine Hände hier releasen. So, meine Endposition wird da sein. Mit Griffende zum Bauch. Okay, ich sehe, der Greenkeeper möchte gleich kommen, so ich mache den Schlag. So, Ballposition weit links, Schlagfläche sehr, sehr offen, Arme am Körper lassen, das ist wichtig. Und komm in diese Position. Da ist viel Handgelenk gewesen, viel Rotation. Und wenn ich hier den Ball innerhalb 3 Meter bekommen könnte, das wäre super. So wirklich, das ist der Trick, die Arme am Körper zu lassen, nicht da zu strecken. Ball vorne, Blatt offen und so wirst du wunderbar den Schläger durch das lange Gras gleiten lassen. Aber da hätte ich eigentlich nicht sein dürfen. So, da war meine Planerei, meine Taktik an diesem Loch Quatsch. Ich habe einen YouTube-Kanal, der einstellig Golf heißt. Und auf diesem Kanal versuche ich, Golfer zu helfen, einstellig zu werden, ein Handicap unter 10 zu haben, was wirklich erreichbar ist. Nur einer der besten Wege, das zu schaffen, ist es, von weiteren Entfernungen, so 150 Meter, 160 Meter, das Grün zu treffen oder irgendwo in der Nähe des Grüns zu kommen. Und dafür sind natürlich die langen Eisen, Hölzer, Hybride, Rescues, sehr wichtige Schläge. Aber die Frage ist, welcher dieser Schläge ist der beste? Und für mich, und die Daten zeigen das auch bei den Pros, da gibt es einen ganz, ganz klaren Gewinner und das ist das Holz 7. Heutzutage spielen mehrere Pros mit Holz 7. Ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren, als man ein Kollege gesagt hat, dass man Holz 7 in der Tasche hatte, da wurde man ausgelacht. Aber jetzt haben 25% circa der Pros so Einschläge in der Tasche für bestimmte Plätze, wo es sich lohnt. Und aus Dustin Johnson, und das ist ein ganz starker, athletischer, macho Spieler, so Einschläge jetzt in der Tasche hat, haben die Pros auch geschaut und nachgemacht. Ja, der Grund, warum ich finde, dass auch du wirklich überlegen solltest, so einen Schläger zu verwenden, ist, weil mit einem Holz 7 kannst du den Ball hochspielen und weit. Und der Grund, warum ich glaube, dass auch du ganz doll überlegen solltest, ein Holz 7 zu verwenden, ist, weil mit dem Schläger kannst du den Ball erstmal ziemlich leicht treffen, von verschiedenen Lagen. Du kriegst auf jeden Fall eine gute Länge, der Schaft ist relativ lang. Der Schläger hat sehr viel Loft, was bedeutet, dass du auch den Ball hochschlägst. Und das ist natürlich sehr entscheidend, wenn du ein Grün treffen möchtest. Du möchtest Länge haben, aber du möchtest auch Höhe haben. Und diese Schläge sorgt dafür. In dem nächsten Video zeige ich dir, wie du mit dem Schläger am besten klarkommen kannst. Und ich bin davon überzeugt, ich habe so einen Schläger jetzt in meiner Tasche. Ich habe meinen Driver und meinen Holz 7. Ich habe 180 Meter zum Grün. In der Vergangenheit habe ich sehr viel mit Eisen 4 oder 5 gearbeitet, je nachdem wie die Bedingungen waren. Ich schlage jetzt kurz ein Eisen 4. Könnte sein, dass der Ball das Grün erreicht hat. Aber das Problem mit diesem Schläger war, dass das Treffen nicht konstant genug war. Manchmal war es etwas dünn, etwas fett und man hat dann die Länge von Eisen 6 gehabt. Vielleicht geht es dir auch so. So, vor einer Weile habe ich mir ein Holz 7 geschaffen, was mir wirklich hilft für solche Entfernungen, also von 180
bis 210 Meter den Ball weit und hoch zu schlagen. Und außerdem ist der Kontakt einfacher. Der ist auf jeden Fall fehlerverzeihender für mich. So, ich werde jetzt einen Schlag mit dem machen. Oh, das merkt man schon beim Probeschwung, dass der Schlag einfacher ist. Und dann erkläre ich, was ich dabei denke und was du vielleicht auch tun könntest. Der Ball ist wesentlich höher geflogen und das Treffen ist einfach sicherer. Zur Technik möchte ich dir nicht so viel sagen. Hauptsache, du spielst diesen Schläger nicht wie ein Driver. Kipp nicht deinen Oberkörper nach rechts beim Ansprechen und ganz sicher nicht im Treffmoment. Spiele den Ball etwas links von der Mitte. Das Gefühl, das du haben solltest, ist Rescue oder Eisengefühl. Habe keine Angst, etwas nach unten zu schwingen. Solange du deine Hände einsetzt, solange du den Schläger release mit deinen Händen, dein Körper drehst, wird die riesige Sohle dich absolut retten. Und das kannst du auch super im Semiraff einsetzen. So, wenn ich diesen Schlag mache, ist es mir unwichtig, den Ball absolut perfekt zu treffen. Wenn ich etwas zu früh aufkomme, durch meinen Release, durch meinen Turn, habe ich da unten fast immer ein besseres Gefühl. Und so komme ich aufs Grün oder irgendwo ans Grün viel, viel regelmäßiger. So, Eisengefühl, etwas nach unten schwingen, Ballposition links und wirklich lockere Hände. So, zumindest so einen Schläger ausprobieren und ich denke, du wirst davon begeistert sein. Was ist der schnellste Weg, besser zu werden? Du spielst viel Golf, du hast ein wichtiges Turnier bald. Was kann man, wenn man ein paar Tage Zeit hat, ein paar Wochen, was könnte man trainieren? Was ist effektiv? So, gleich siehst du ein Video, wie ich meine Halbschwünge trainiere. Und das sind die Entfernungen 10 Meter, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, bis ich einen vollen Schwung mache. Es sind aber bei den Halbschwüngen, dass die Mehrheit der Golfer wirklich ziemlich wenig Ahnung haben, was sie zu tun haben. Das ist eine Sache des Gefühls und manche haben gutes Gefühl, aber das muss nicht so sein. Man kann es trainieren, man muss es einfach tun, man muss einen Ort finden, wo man es tun kann. Das heißt, es sollte windstill sein, der Boden sollte eben sein. Es sollte ein ziemlich normales Grün sein. Die Lagen sollten auch typisch für deinen Platz sein. Du wirst einen großen Vorteil haben, wenn du diese Entfernungen kannst. Wenn du dein Spiel, dein Score wirklich verbessern möchtest. Jetzt haben wir Wettbewerbzeit und ich denke, von den ganzen Sachen, die du machen kannst, wird das dir wahrscheinlich am meisten bringen. Und das ist die Halbentfernungen, die Dreiviertel-Entfernung, die Viertel-Entfernungen zu üben. So, das Erste, was man braucht, sind gute Bedingungen. Ich habe das Glück, hier in Lüttelsburg wird umgebaut. Dieses Grün wird erstmal nicht verwendet. Wie du siehst, es wurde schon eingesät und der Platz sieht langsam wirklich ganz spannend aus. Ich freue mich darauf. Aber ich kann jetzt hier üben, ein großes Grün. Und die Bedingungen sind genauso wie auf dem Platz. Die Bälle bleiben sehr schnell liegen. So, ich werde Fluglänge trainieren. Also wenn ich 30 Meter oder 40 Meter übe, dann ist es Flug oder Carry. Du musst entscheiden, ob du Carry trainieren möchtest oder Gesamtlänge. Je nachdem, wie deine Bälle fliegen, wie viel Spin du haben und wie hart deine Grün sind. Unsere Grün sind zurzeit sehr, sehr weich. Die Bälle stoppen ziemlich, ziemlich schnell und kommen manchmal zurück. So, ich werde auf meine Tasche
zielen. Vielleicht nicht ratsam für dich, aber meine Tasche wird es überleben, wenn ich überhaupt sie treffe. Ich denke, ein Entfernungsmesser ist auch ganz gut. Du brauchst ein paar Bälle und es geht los. Ich benutze zwei Schläge für diese Entfernungen. Ich habe meinen 52 Grad Wedge und meinen 58 Grad Wedge. Schaue natürlich, dass deine Rillen schön sauber sind, damit die Bälle richtig spinnen. Wenn du mehr Wedges in deiner Tasche hast, umso besser. So, was ich dir jetzt erzählen möchte, ist ganz einfach. Du brauchst eine Kamera, so wie ich es jetzt mache. Und du hast ungefähr ein Gefühl, eine Ahnung, was für einen Schwung du brauchst, wie weit du schwingen solltest und mit welchem Schläger du schwingen solltest. Ich fange für die kurze Entfernung, das ist hier 30 Meter. Ich habe 10 und 20 schon gemacht und jetzt bin ich bei 30. Und ich fühle mich bei 30 immer noch mit Sandwich sehr wohl. Ich weiß, dass ich mein Handgelenk einsetzen muss. Ein Release durch den Ball hilft mir sehr, Ball und dann Boden zu treffen. So, ich möchte viel rotieren. Ich möchte meine Arme für diese Halbentfernung eher am Körper lassen. Das hilft mir, das hilft meinen Schülern, sehr viel besser zu rotieren. Was man ja nicht möchte, ist das. Was man nicht möchte, ist das. Okay, so ich denke, ich möchte einen 8 Uhr, 4 Uhr Schwung haben. Und dann die Idee ist, der war natürlich nicht gut getroffen, zu pitchen, bis du ein gutes Gefühl hast, bis du die Bälle gut triffst. Und dann zu schauen anschließend, nur wie weit habe ich ausgeholt. Ich habe jetzt 8 Uhr, 4 Uhr gedacht, aber es kann sein, dass ich etwas weiter oder weniger geschwungen habe. Die Kamera lügt nicht. Und das wird mir anschließend genau zeigen, wie weit, oh, es donnert, wie weit ich ausholen sollte, wie viel ich winkeln sollte. Und das mache ich bei allen Entfernungen. Noch eine Sache zur Technik. Vielleicht siehst du, dass mein Blatt sehr offen ist. Das mache ich bewusst. Ich habe den Ball ziemlich mittig, ein etwas offenes Blatt. Mein Griff ist etwas stärker. Also meine rechte Hand habe ich leicht nach rechts gedreht. Und das hilft mir, weil die Rotation kommt, weil meine Arme am Körper bleiben. Und dann schließe ich den Schläger leicht durch den Griff. Und da hilft es mir, besser zu releasen und den Boden dann später zu treffen. Und mit dem offenen Blatt habe ich auch mehr Bounce im Spiel. Mein Schläger bleibt nicht wirklich hängen. So. Okay, so wenn du zufrieden bist mit einem Schlag, mach einen Daumen hoch, damit du weißt, welcher Schwung der richtige war. Und dann geh mal zu den anderen Entfernungen. Und so, wenn du genügend Zeit hast, die richtige Bedingung hast, natürlich auch wenig Wind, so wirst du das lernen. Und dann ist der nächste Schritt, das auf dem Platz zu trainieren, die Ergebnisse immer notieren und dann wieder korrigieren, falls es doch nicht ganz richtig war, wieder filmen. Nutze bitte auch verschiedene Schläge. Musst du nicht, aber ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich werde Sandwich bis 50 Meter verwenden. Ab da kommt mein Gap Wedge ins Spiel. Danke für das Zugucken. Bitte abonniere Wohnhotry Golf. Und ich freue mich, dich bald wieder zu sehen.
Überlegst du vielleicht einen neuen Putter zu kaufen? Oder möchtest du wissen, ob dein Putter wirklich gut ist für dich? Dann ist die Frage, was für ein Putter-Typ ist am besten? Mallet oder Blade? Das sind die zwei Hauptarten, die man so sieht. Und auch hierfür habe ich ein Video gemacht und die zwei Putter getestet. Ich habe einen neuen Scotty Cameron Phantom Putter gekauft. Ich bin fast arm davon geworden, so teuer war er. Und mit dem putte ich in diesem Video und ich putte dann auch mit einem sehr guten Blade Putter. Und ich denke da, dass für die Mehrheit von Golfern, bitte aber nicht alle, aber für die Mehrheit ist da auch ein ganz klaren Sieger. So viel Spaß beim Schauen. So, hier sind meine zwei Konkurrenten, meine heutigen Putt-Einheit. Ein Blade und ein Mallet Putter. Der linke Putter ist ein klassischer Ping Answer Putter und der rechte ist ein nagelneuer Mallet Putter von Scotty Cameron, der Phantom. So, da die Links-Rechts-Putts, wie die meisten Rechtshänder-Putter, die schwierigsten sind, habe ich nur links-rechts geputtet und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Zum Beispiel hier spiele ich mit meinem Mallet Putter und treffe den Ball bewusst innen und mache genau das Gleiche mit dem Blade Putter. Und was ich da sofort merkte, ist, dass der Mallet Putter viel besser sich angefühlt hat bei dem nicht mittig getroffenen Ball. Und der Ball hielt die Linie besser als mit dem Blade Putter. Und dann habe ich bewusst mit der Spitze getroffen und das konnte der Blade Putter wirklich gar nicht. Mit dem Mallet war es auch nicht viel besser, aber das Gefühl im Treffmoment war wirklich viel, viel solider. Ich habe wirklich viele Putts gemacht, auch von etwas weiteren Distanzen. Und dann merkte ich, als ich etwas weiter weg vom Loch stand, etwas weiter ausholen und durchschwingen müsste und dadurch eine etwas rundere Schwungbahn verwendet habe, also nicht straight back, straight through, sondern etwas innen, square dann innen, dann ging das ziemlich gut mit dem Blade Putter. Das habe ich dann auch bewusst getestet bei so kurze 2 Meter Putts und dann mit dem Mallet Putter war das wirklich klar, dass die beste Technik mit diesem Putter war, gerade auszuholen, gerade durchzuschwingen, ziemlich dicht am Ball zu stehen und wirklich diese gerade zurück, gerade durch Technik ist mit diesem Putter am besten. So mein Fazit. Beide sind super Putter. Der Mallet Putter ist eindeutig fehlend verzeihender gewesen. Ich musste nicht genau in der Mitte treffen. Der Blade Putter ist vielleicht besser für die längere Putts, aber für die wichtige 2-3 Meter Putts mit seinen großen Linien und größeren Kopf und mehr Gewicht war der Mallet Putter für mich der klare Sieger. So, ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber als Golffan und ich schaue sehr, sehr gerne die Pros im Fernsehen an, schaue eher die US Tour an, aber ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es nicht mehr deutschsprachige Golfer in den Top 100 der Welt? Es wird auf jeden Fall etwas besser zurzeit, aber immer noch sind es zu wenig. Und warum ist das so? Wenn man die Weltrangliste anschaut, zurzeit ist Sepp Straka 23. Der Sepp ist aus Österreich ein fantastischer Spieler und ein Gewinner auf der US Tour. Er ist Zweiter geworden bei einem Major, so ein ganz starker Spieler. Dann kommt aus Deutschland Stefan Jäger und er ist 86. Er spielt super konstant Golf. Und in den letzten, ich glaube, er hat irgendwo 12 oder 13 Cuts hintereinander geschafft. Er ist irgendwo Top 30, Top 20, auf jeden Fall unter 40, fast bei jedem Turnier, was unglaublich gut ist. Der Konkurrenz ist so stark. So, das ist wirklich in Ordnung.
Dann gibt es Yannick Paul, der 109. der Welt ist. Ein super Spieler. Maximilian Kiefer ist 157. Marcel Sim mit seinem sehr viel Talent ist 194. Marcel Schneider 225. Und dann Matti Schmidt mit 284. Übrigens, der Matti Schmidt finde ich ein ganz guter Spieler. Er spielt auch jetzt in der USA, hat eine Karte da, hat vor kurzem ein sehr gutes Turnier gehabt und das ist wirklich ein Spieler der Zukunft. So, schau mal den Matti an. Ich glaube, da ist bei ihm noch sehr viel Luft. Aber wie du siehst, das ist etwas mager, oder? Das kann man nicht schön reden. Wir wollen besser sein. Das Erste aber, was ich sagen möchte, ist, dass es heutzutage, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, ein Tourspieler zu sein. Es ist schwierig, Geld zu verdienen. Da ist einfach so viel Konkurrenz. Und wie vorhin gesagt, man muss in der Lage sein, ca. plus 8 Handicap zu spielen, wenn man ein Handicap hätte. Und da gibt es sehr viel Druck, Stress und andere Faktoren im Spiel. Aber trotzdem, ich denke trotzdem, dass wir mehr von unseren Spielern erwarten können. So, ich habe die Sache ein bisschen näher angeschaut. Und was sehr interessant ist, ist, dass der Stracke, Jäger und Paul, also die drei Besten, die haben etwas Ähnliches getan. Die haben in den Universitäten studiert und für die Uni-Mannschaften gespielt. Nur wie du wahrscheinlich weißt, der Tiger Woods war auch in einer Uni-Mannschaft. So, die besten Spieler aus Amerika, die haben ihr Golf dort gespielt. Und ganz entscheidend ist, da ist so hohe Konkurrenz da. Man spielt mit Spielern, die exzellent sind. Das sind die besten jungen Golfer in der Welt, die zusammen spielen, die gegeneinander spielen. Und Konkurrenz und Spielen unter Druck ist auf jeden Fall der Weg, besser zu werden. Übrigens, wir können auch davon lernen. Das ist wirklich besser, wenn du mehrere Runden spielst mit Golfern, die besser sind als du. Glaub mir, da kannst du nur gewinnen. Und das ist meine Antwort. Wir müssen irgendwie schauen, dass unsere besten Spieler mit besseren Spielern üben, trainieren. Nur das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß das von Erfahrung in Südafrika, in England. Geh mal zu einem Golfclub da, einen guten, und schau mal auf die Handicap-Liste. Da siehst du mehrere Golfer mit Handicap 0 oder besser. Und diese Golfer spielen dann mit und gegeneinander und werden besser dadurch. Ja, in Deutschland, wenn man die Handicap-Listen der meisten Clubs sieht, ist ein Handicap 0 oder ein Plus-Handicap wirklich sehr, sehr fremd. Nur es kann sein, dass ein paar von euch jetzt sagen, nö, wir haben mehrere gute Spieler, aber das ist eher die Ausnahme. Und das macht die Sache natürlich super schwierig. Talent haben wir hier auf jeden Fall. Ich finde meine Kollegen, die PGA-Mitglieder, exzellente Trainer. Und da rede ich über Deutschland, Schweiz und Österreich. Aber da sind einfach nicht genügend Spiele, gute Spiele, die gegeneinander spielen können. Und es ist auch oft so, dass man einen jungen Spieler im Club hat, jetzt sagen wir Handicap 3, und der ist dann bei weitem der beste Spieler im Club. Und wie wird er sich fühlen? Naja, ich bin jetzt der Beste. Wo ist dann die Motivation für ihn oder für sie, besser zu spielen? So, da kann ich einfach sagen, wenn du Elternteil bist von einem Spieler oder Spielerin mit einem guten Handicap, mit viel Talent und vor allem von einem Spieler, der bereit ist, zu trainieren wie wild für mehrere Jahre, dann irgendwie versuchen, dass dein Kind in so eine Uni kommt in Amerika, ein Stipendium bekommt, das ist wirklich meiner Meinung nach der Weg. Und so haben Stracker, Jäger und Yannick Paul das gezeigt.
So, meine letzte Frage für heute. Falls du noch da bist bei meinem ersten Podcast, vielen Dank. Ich hoffe, dass du den Podcast genossen hast. Vielleicht kannst du unter dem Video dazu was sagen. Bitte nicht zu streng sein. Ich hoffe, dass das klappt, dass das dir gefällt und dass ich viele Golfer so helfen kann. So, wenn man die Golfstatistiken anschaut, und das ist sehr, sehr interessant. Die Statistiken, die ich jetzt dir nennen werde, sind von der Arcos Golf App. Die App synchronisiert sich mit Griffen in den Schlägern, in den einzelnen Griffen am Ende, und alle möglichen Werte kommen daraus. So wirklich sehr zu empfehlen. Die Daten habe ich auf der Golf Digest Website gefunden und da sind sehr viele interessante Dinge zu sehen. Zum Beispiel Birdies pro Runde. Da hat ein Handicap-0-Spieler 2,2 Birdies pro Runde. Ein Handicap-20-Spieler dagegen hat 0,3 Birdies pro Runde. Bei den Putts pro Runde hat ein Handicap-0-Spieler 30,7 pro 18 Loch. Aber denkt daran, er trifft mehr Grüns in Regulation. So er schlägt von viel, viel weiter weg aufs Grün. Und von da braucht er 30 Putts pro Runde. Und dann ein Handicap-20-Spieler, der viel chippt, braucht im Schnitt 36,2. So geh mal zu Golf Digest und schau unbedingt diese Statistiken an. Aber was ich dir sagen möchte, ist, wie oft spielt ein Handicap-0-Spieler ein Double Bogey oder mehr und wie oft passiert es bei einem Handicap-20-Spieler? Und da ist für mich der Unterschied am größten. Ein Handicap-0-Spieler, ein Scratch-Spieler hat nur 0,7 Double Bogeys oder mehr pro Runde. Und dann hat ein Handicap-20-Spieler 6,6, also Double Bogeys oder mehr, also Triple Bogeys, Quadruple Bogeys und mehr. Und das ist riesig. Und ich finde, das ist ein Bereich, wo ein Handicap-20-Spieler sich wirklich verbessern kann. Wenn man wirklich, wirklich durch gute Taktik darauf achtet, weniger Double Bogeys zu spielen, dann wird man es auch schaffen. Auch wenn man Handicap 20 hat. Es ist wirklich eine Einstellungssache und sehr, sehr machbar. Und ich glaube, da kann man sehr viel sparen, indem man einfach die Katastrophenlöcher weniger hat. So, das war mein Podcast Golf Fragen und Antwort. Ich freue mich total auf deine Fragen, die ich beantworten werde. Und ja, bis in eine Woche. Tschüss.